Ja, Leute, hallo, da bin ich wieder. Ich begrüße euch hier auf etwas mehr Wasser zu meinem, ja, wie soll ich es nennen? Renew? Nein, ist ja kein Renew. Die Wiederaufnahme des Kanals nach der Sommerpause, beziehungsweise für mich war es eine Arbeitspause und für euch war es eine Sommerpause. Obwohl, Arbeitspause muss ich jetzt auch sagen, ich habe ja gearbeitet, weil hier hat sich ja einiges getan. Ja, ihr seht, hier ist schon einigermaßen wieder geschmückt. Es sieht wieder ja so wohnlich aus. Das war nicht immer so. Tatsächlich habe ich hier einiges umgestellt. Im Prinzip einmal komplett gewürfelt, bis auf die Tatsache. Das Einzige, was tatsächlich stehen geblieben ist, ist der Fernseher. Ich fliege einmal mit euch durch die Räume. Also, wenn man jetzt vom Flur reinkam, hat man ja normalerweise direkt aufs Becken eigentlich geschaut. Das ist jetzt ein anderer Blick. Da steht jetzt eine vernünftig dimensionierte Couch. Und ein Regal. Ja, vernünftig dimensioniert. Vorher hatten wir da auch eine Couch, aber das war, ja, ich sag jetzt mal, ein Einer und über Eck. Ja, war irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Meine Frau hat dem damals zugestimmt. Ich war glücklich, dass ich das Ding da rübersetzen konnte. Und ja, jetzt haben wir dann vor dem Umbau dann draußen gesagt, ja, wir könnten ja auch. Dann hat sie angedeutet, wir könnten das Ganze ja hier rüberstellen. Ich sage, ja, wo soll man Schreibtisch hin? Ja, kannst du doch nach oben stellen. Ja, ich habe ja tatsächlich ein Arbeitszimmer, oder wir haben ein Arbeitszimmer, das bis dato nicht wirklich genutzt wurde. Und ja, das habe ich jetzt mir mehr oder weniger fertig gemacht, gehabt. Der Schreibtisch ist also erstmal, das war die erste Instanz, das ist der Schreibtisch nach oben gewandert, in mein Arbeitszimmer. Und ich habe mir da oben mein Studio eingerichtet. Ja, und dann fing der Umbau an. Jetzt steht mein Schreibtisch da oben und es stehen noch 25.000 andere Sachen da oben. Heißt also im Umkehrschluss, ich kann das Studio nicht so hundertprozentig nutzen, wie ich es gerne nutzen würde, weil momentan halt noch Material dasteht, was eigentlich daraus gehört. Ja, das Dach ist da, aber der Rest vom Wintergarten noch nicht. Das kommt noch, ist im Bau. Aber nichts, was ich jetzt noch großartig machen könnte. Ich habe jetzt hier noch ja, ein bisschen Erdbewegung. Da kommt jetzt noch eine Bodenplatte hin. Anschließend muss gefliest werden und. Also viel Arbeit. Gehört aber alles nicht hierher. Ihr wollt ein bisschen was darüber wissen, was damit passiert ist, wie wir es gemacht haben. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an. Ja, ich habe mir mal mein Handy hier zur Hilfe genommen, um so ein kleines bisschen durchzuscrollen, was alles so passiert ist. Also ich sag mal, ab dem Zeitpunkt, wo wir mit dem Thorsten, ich sag's mal, einigermaßen durch waren, das Becken lief, zu dem Zeitpunkt, läuft übrigens jetzt auch noch, andere Sache, aber läuft top, läuft super. Er kann sich nicht genug beschweren, pauschal gesagt. Hatte ich hier ja die kleine Problematik mit meinem Pegelstand bzw. mit meiner Nachfüllanlage. Da waren die Sensoren ja defekt. Das hatte ich euch, glaube ich, gesagt, aber ich habe die Sensoren jetzt tatsächlich an eine andere Stelle verfrachtet. Um es gleich schon mal vorwegzunehmen, Refactory hat sich bei mir gemeldet und möchte gerne wieder Videos mit mir machen. Das ist jetzt erstmal auf dem Weg, beziehungsweise es kommt Material, vielleicht blende ich es gleich auch noch mit ein, was gekommen ist. Und ich werde euch wieder Materialien bzw. Produkte von denen vorstellen, testen. Also sprich das, was ich bei euch vorstelle, ihr
bitte. Was ich dementsprechend vorstelle, das nutze ich ja dann auch da hinten drin und somit kann ich euch ja dann ja Langzeiterfahrungen geben und ja, es werden dann zu den Produkten, die ich vorstelle und die ich habe, werden entsprechende How-To-Videos kommen, falls ich sie nicht schon gemacht habe. Entsprechende Playlist von den alten Produkten bzw. von den älteren Videos, die ich gemacht habe, ist wieder online. Blende ich euch da oben mit ein. So, genug Werbung für heute. Erstmal ein Käffchen. Und ja, alles in allem hatte ich ja da dementsprechend andere Sensoren oder neue Sensoren verbaut. Und habe sie tatsächlich ja an einer Stelle gehabt, wo man nicht vernünftig dran kam, wo man jetzt nicht gesehen hat, passt das alles. Und ich habe mir halt überlegt, wie machst du es am besten? Wie kannst du am besten da, wo kannst du sie hinbauen? Und da ich ja hier in meinem in meiner Box, die ich habe von Aquabee, dementsprechend so die letzten beiden Kammern, die kann ich mehr oder weniger aufs gleiche Niveau setzen. Das habe ich dann dementsprechend auch gemacht. Ich habe also den Überlauf von der vorletzten in die Rückförderkammer habe ich aufs gleiche unterste Niveau gesetzt, sodass da der gleiche Wasserstand drin ist und bin dann einfach hingegangen und habe die Sensoren vorne hier an die Scheibe gepackt. Blende ich euch mal mit ein. Einfach mit einem Magneten, so wie es auch hinten auch war, bloß halt hinten was versteckt. Und ich wollte das Ganze einfach im Blick haben. So, jetzt kommt erst schon mal der erste Hinweis. Solltet ihr irgendwann Probleme mit den Sensoren haben, geht nicht hin und tauscht nur einen aus, sondern geht bitte hin und tauscht beide aus. Ganz, ganz wichtige Sache. Die haben unterschiedliche Ströme, wie auch immer. Ich hatte auf jeden Fall Schwierigkeiten mit nur einem ausgetauschten Sensor. Das hat nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Dann habe ich beide ausgetauscht mit der gleichen Kabellänge. Und siehe da, funktioniert. Also, wichtiger Hinweis. Machen wir ein Ausrufezeichen dran. Ja, und dann gucke ich jetzt mal hier, was so weiter passiert ist. Ja, viele Umbaumaßnahmen. Das Becken lief und läuft, lief vor dem Umzug richtig, richtig Bombe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir schon fast das Herz zerrissen, das auseinander zu rupfen, 3,50 Meter zu verschieben und wieder aufzustellen. Ja, weil die Verbräuche gingen nach oben zu dem Zeitpunkt. Das ist eine Sache, da komme ich gleich doch mal drauf zurück. Das ist, ja, Thema Verbräuche gehen hoch und etc. Ja, ist so eine Sache für sich. Aber schauen wir dann erstmal, wie es tatsächlich vor dem Umzug aussah. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Becken stand richtig, richtig super. Und auch meine entsprechenden, ich sag mal, Nährstoffwerte gingen endlich dahin, wo sie gehen sollten. Ihr erinnert euch, dass ich einen ganz, ganz großen Wasserwechsel gemacht habe. Von, glaube ich, mehr wie 50%. Und ab diesem Zeitpunkt ging es tatsächlich hier mit der gesamten Biologie im Becken bergauf. Entschuldigung. Es wurde auf einmal mehr verbraucht, es war weniger da, keine Ahnung. Ich habe auch vorher immer schon meine, ich sag jetzt mal, Bereiche abgesaugt und sauber gehalten. Also daran lag es nicht. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt ging es tatsächlich mit dem Nährstoffverbrauch, mit dem, wie die Korallen standen, wie das Polypenbild allgemein war, mit der Farbausprägung, war alles besser. Obwohl, gemäß ICP, die ich gemacht habe, vor dem Wasserwechsel und nach dem Wasserwechsel, hat sich nicht wirklich viel getan. Also es waren keine signifikanten Änderungen, die eingetreten sind. Und ja, ich kann es tatsächlich nicht festmachen, woran es im Endeffekt gelegen hat. Aber Fakt ist, der Wasserwechsel hat tatsächlich gut getan. Okay, 50% Wasserwechsel bei der Büchse geht noch. Das waren in Anführungszeichen mal nur 300 Liter, die ich gemacht habe. Dadurch, dass ich halt alles abpumpen konnte, wieder hochpumpen konnte, war das eine Aktion, die machbar war. Ja? Wenn man jetzt ein Becken
hat, was weitaus mehr Liter hat und ich sage jetzt mal nicht so von der Infrastruktur, wie ich es jetzt hier bei mir habe, ausgebaut ist, wie man sich das vorstellt. Ja, dann ist das eben eine Sache, ja, die ist dann halt nicht so mal eben zu managen. Ja, also ich sag mal ein Ablaufsystem oder ein Schlauch, der irgendwo hingeht und wo man dann vernünftig arbeiten kann, in Technikraum, Keller etc., ist dann natürlich sehr hilfreich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Den Wasserwechsel habe ich gemacht. Nach dem Wasserwechsel ging es bergauf. So, und dann 2-3 Wochen später kam meine Frau mit der glorreichen Idee, wollen wir das Becken nicht darüber stellen? Und ich dachte, nein, das kann nicht wahr sein. Ja, doch, ganz gerne. Weil das im einfachen Grund so, wie es jetzt hier steht, sieht sehr geil aus. Ne? Und tatsächlich direkt in der Nähe zum Wintergarten ist schon eine Hausnummer. Das sieht eigentlich richtig gut aus. Wir hatten eigentlich vor, damals das Becken direkt dahin zu stellen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir es gemacht haben hätten. Aber okay. Wir sind aufgrund der Tatsache, dass das Becken jetzt hier rüber gewandert ist, sind wir jetzt natürlich platztechnisch einige Kompromisse eingegangen. War nicht anders machbar. Aber okay. Das ist eine Sache, da muss ich mitleben und nicht ihr. Ja, alles in allem kam dann der Tag X. Sebastian war hier, hat einen Bekannten noch mitgebracht. Und ja, ich habe das Becken leer gemacht. Und Wasser so langsam abgelassen, in die große Tonne bei mir rein. Habe noch eine andere große Tonne organisiert, weil wir brauchten halt Stellfläche. Wir müssen ja ungefähr diese Stellfläche wieder umsetzen. Entsprechende Videos blende ich euch mal kurz mit. So, Daniel, erzähl mal. Was soll ich erzählen? Wir bauen ab und ja, was tatsächlich damit passiert, das werdet ihr im nächsten Teil sehen, irgendwann mal vielleicht. Ob das hier stehen bleibt, ob es in diesem Haus bleibt oder nicht, verrät euch dann das Licht. Tatsächlich Videos von. Danke nochmal, Sebastian, dass du das gemacht hast währenddessen, weil ich war an dem Tag tatsächlich ja nicht ansprechbar und hatte auch keinen Sinn dafür, mal eben zu dokumentieren oder ähnliches. Dann nochmal ein recht herzliches Dankeschön an Sebastian, der da zumindest die 3 Szenen da festgehalten hat, bevor das Ganze dann hier auf die Seite gezogen ist. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind tatsächlich hingegangen, haben das Becken leer gemacht, haben alle Flüssigkeiten rausgeholt, alles, was Gewicht hatte, rausgeholt aus dem Schrank. Und da der Schrank sehr stabil ist, sind wir dann anschließend hingegangen und haben das Becken verzogen. Das heißt also, oben tutto completo leer, sodass alles raus war. Die Korallen und
Das Riffgestein ist ja bei mir modular aufgebaut. Das ist kann ich übrigens nur empfehlen. Verklebt eure Riffe nicht vollständig, weil dementsprechend, wenn sowas mal kommt oder auch wenn ihr mal irgendwo dran müsst, kann ich euch nur empfehlen, modulare Bauweise. Dann kann man mal ein Stück rausheben und kommt da dran, ohne dass das ganze Riff zusammenfällt. Aufgrund der Tatsache konnte ich dann halt die einzelnen Teile nehmen, habe die in die Fässer reingepackt, Strömung drauf, Licht, Temperatur drauf, stehen lassen. So, Wasser zu 100% aufgefangen und Wasser aus dem Technikbecken raus, den Dosierbehälter raus, die USV raus, alles was Gewicht hatte, alles aus dem Schrank rausgeholt. Dann den Schrank vorgezogen, ja, und die 3,50 Meter hier hinten in die Ecke. Dann das nächste Spiel, natürlich das Becken ausrichten. Das war dann hier hinten dann auch nochmal so ein kleiner Akt. Weil ich wohne ja hier in einem Haus, Baujahr 1927. Hier ist alles total gerade. Und ja, dann haben wir das Ganze ausgerichtet. Und als es ausgerichtet war, Wassermarsch zurück und dann so nach und nach wieder die, den Riffaufbau hingesetzt, den ich jetzt tatsächlich ein kleines bisschen luftiger hingekriegt habe mit den gleichen Steinen. Das ist geil, das Epo-Riff ist einfach nur genial. Es sieht ähnlich aus, aber tatsächlich habe ich hier den Bereich ein kleines bisschen kompakter gemacht. Dafür ist hier in der Mitte tatsächlich ein bisschen mehr Luft. Und den linken Bereich habe ich auch ein kleines bisschen mehr angehoben, damit unten drunter mehr Luft ist für meine, verbannten Korallen. Weil ich habe ja, blende ich euch mit ein, ganz hinten durch steht eine Galaxia, dann ist hier unten drunter liegt eine eine Favia und. Das sind so die Bereiche, wo ich dann Korallen ablege, leg dich mal da hinten ab, mach du mal. Damit ich nicht ständig auf diese Korallen gucke und denke, na, hat sich was getan? Ist da was besser geworden? Ja, also so Ruhebereiche eingerichtet, aus dem Augen, aus dem Sinn, lass die Natur mal machen. Weil das ist auch so eine Sache, die ich mittlerweile an mir gemerkt habe. Wenn ich, eine Koralle habe oder ein entsprechendes Tier habe, was dem es nicht so gut geht. Wie zum Beispiel hatte ich ja nach dem Urlaub, nach dem ersten Urlaub, genau. Hier unten meine Micromusa Holy Grail. Die hatte sich gelöst, ist nach hinten getragen worden durch die Strömung und lag dann ja verkehrt herum auf einer Fungia. Und 50% von dieser Koralle waren auf einmal platt, beziehungsweise erstmal nicht da. Ja, und solche Tiere, wenn man die ständig sieht und ständig daran erinnert wird, ach Mann, ey, das ist alles nicht ganz so toll. Ja, und dass man sich halt ärgert, gerade so ein schönes, in Anführungszeichen, sehr teures Tier. Und dann passiert sowas und man muss es ständig sehen. Ist halt so eine Sache, die nicht so toll ist. Von daher habe ich mir Bereiche eingerichtet, wo ich dann genau solche Tiere hinlege und die dann der Natur erstmal freien Lauf lasse. Ja, man muss natürlich gucken, dass sie da an den Stellen gleiche Bedingungen vorfinden, Licht, Strömung etc. Und von daher, sowas habe ich halt in den hinteren Bereichen gemacht. Das sieht man jetzt von hier aus nicht. Das sind tatsächlich Bereiche, wo man die Koralle hinpacken kann. Die sind aus dem Augen, aber nicht aus dem Sinn. Und irgendwann, wenn man dann mal so abends davor sitzt und guckt, dann ist das so eine Sache so, ja, ach, guck mal da hinten. Ja. Und dann habe ich den Tieren im Prinzip von mir eine Pause gegönnt. Und ich habe sie auch erstmal aus dem Kopf, weil es halt eine Sache ist, die mir dann auch immer auf den Magen schlägt. Ja, aber nichtsdestotrotz, das beste Ergebnis, beste Beispiel ist tatsächlich meine Holy Grail. Die sieht jetzt wieder richtig, richtig gut aus. Und auch so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt hier hinten, blende ich euch auch mal ein, hatte von einer Bekannten vor einiger Zeit eine Zoa bekommen, eine Grandmaster Kakatau. Und das waren charmante 3 Polypchen gewesen. Und ich habe die jetzt oben auf dem Deck, blende ich euch auch noch mal kurz mit ein, habe ich die im Moment stehen. Und das ist ein Riesenbusch geworden.
Und ja, farbtechnisch könnte da noch ein kleines bisschen kommen. Ist wahrscheinlich eine Variante, die nicht ganz so farbenfroh ist, beziehungsweise von der Zucht her, aber es ist definitiv eine Grandmaster Krakatau. Ja, aber das ist so eine Sache, stell mal hin, lass mal wachsen, alles gut. Ja, ist genauso, oben auf dem Ablegerdeck habe ich ein Stück von der blauen Monty, die wächst hier unten oder wuchs hier unten an meiner Holy Grail. Hatte ich tatsächlich zur Beschwerung den Stein dran gepackt und dann ist ein Großteil von dem Stein kaputt gegangen. Da war ja noch ein Fitzel dran und dann hatte ich da noch so ein fingernagelgroßes Stück. Das liegt momentan auch oben auf dem Deck drauf und erholt sich. Ja, und wie dann Sachen, die man, ich sag jetzt mal, in Ruhe lässt, im Endeffekt aussehen können, das ist das beste Beispiel, blende ich euch mit ein. Hinten links neben meiner Lobo, da war mal ein fingernagelgroßes Stück von einer grünen Montipora. Und ja, grün, neongrün. Und die habe ich da hinten mit beigepackt. Und das ist auch so eine Koralle gewesen, wo ich gedacht habe, pack mal hinten hin, mal gucken, ob sie durchkommt. Ja, sie kam durch, tatsächlich. Mittlerweile sieht sie so aus, wie sie jetzt aussieht. Und ja, so läuft's. Ja, Umzug. Machen wir da mal weiter. So, da bin ich wieder. Ja, ich hatte gerade Besuch gekriegt. Gerade wo ich hier am Aufnehmen war, hatte sich aber schon länger angekündigt, dass der Dirk hier aus der Gegend, kenne ich auch schon recht lange. Es ist, glaube ich, insgesamt 8 Jahre dabei. Grüße gehen raus, Dirk. Ja, warum war er hier? Hat mir eine Backup-Koralle, sage ich jetzt mal, gebracht. Ich habe ja hier und da dann Korallen verteilt, beziehungsweise verkauft, getan, gemacht. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich gucke mal, ob ich noch ein altes Bild finde vom Reefer, saß hier vorne, das war eine Acropora. Und zwar eine, die extrem geil aussah. Hatte so ein kleines bisschen was von der Enzmann, war aber keine Enzmann. Die war, die nämlich so richtig buschig ist. So. Und was ich meine, ist eine Acropora Specifera. Habe ich jetzt da hinten gekriegt, ein Ableger von ihm. Die muss ich jetzt noch ein bisschen akklimatisieren, blende ich euch mal mit ein. Und da bin ich ja jetzt auch echt froh, dass ich sie jetzt wiederbekommen habe. Weil jetzt kann sie jetzt hier wieder bei mir wachsen und ja, ich kann mich dran erfreuen. So ist der Plan. Vielen lieben Dank fürs Züchten und mir wieder zurückgeben. Dankeschön dafür. Und wir machen weiter. Ja, der Umzug. Ja, nachdem das Ding dann da stand, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gesagt habe, alles wieder rein, Wasser befüllt, dann so nach und nach den Riffaufbau und dann dementsprechend ja das ganze System wieder in Betrieb genommen. Ich glaube 50 oder 60 Liter habe ich neues Wasser reingepackt, weil wir hier und da ein paar Sachen abgesaugt haben. Ja, dann habe ich das Ding dahingestellt und tatsächlich muss ich sagen, ist mir das Ganze recht gut gelungen. Weil auch, ja, ich muss ja selber mal auf die Schulter klopfen. Eigenlob stinkt. Boah, yeah, richtig. Alles in allem, der Umzug ist sehr gut gelaufen. Den Tieren geht es hervorragend. Den Plan, den ich hier und da hatte, mit ein bisschen mehr Luft hier und da, ist aufgegangen. Und was soll ich euch sagen? Die Tiere waren 1,5 Tage, waren sie nicht, not so amused, genau. Und danach ging das hier nahtlos weiter. Und zwar genauso, wie es jetzt ist. Ja, und ich habe jetzt Anfang der Woche habe ich eine ICP weggeschickt. Die können wir jetzt gleich mal so ein kleines bisschen durchgehen. Ich mache mir die mal hier auf dem Handy auf. Und ich blende euch die mal separat ein. Und die ist gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass ich jetzt, ich sage jetzt mal, das alles hier so ein kleines bisschen vernachlässigt habe nach dem Umbau. Weil ich hatte ja zig andere Sachen zu tun. Wie gesagt, draußen hier Schränke umbauen, Möbel umbauen und. Nehmen wir das Ganze mal quer, dann kann ich das besser sehen. Und von daher hatte ich dann hier und da auch so Kleinigkeiten, wie ihr jetzt gleich hier auch sehen könnt, wie zum Beispiel ein Calciumverbrauch, der tatsächlich auf einmal hochgeschossen ist. Und beziehungsweise mehr verbraucht wurde, weniger dann rauskam. Und ich dann auch, wer sich erinnern kann, im letzten
in der letzten Insta-Story vom Sonntag. Da hatte ich ja gezeigt, was ich gemessen habe, und da habe ich ja auch die entsprechenden Proben genommen für die ICP. Tatsächlich weicht es hier und da ein kleines bisschen ab. Also meine Salinität liegt nur um 0,12 daneben. Also 35 PSU zu 35,12. Wo ich korrigierend eingreifen musste, ist definitiv der KH. Der steht nämlich bei 7,9. Und da habe ich jetzt auch meinen Test noch nicht überprüft. Ich bin jetzt tatsächlich hingegangen und habe meinen Keeper korrigiert nach unten. Heißt also, ich habe jetzt eine 7,5. Und das hat auch direkt Auswirkungen gezeigt. Also meine Wunderkoralle, die war zu dem Zeitpunkt, stand die nicht ganz so schön. Und das hat man direkt der Wunderkoralle angesehen. Ja, Magnesium etc. pp. Calcium, da haben wir es. 25 Punkte zu wenig. Also die 420 sollten das sein, aber es waren tatsächlich nur 300 bzw. 390 bis 396 waren es hier. Also knappe 400. Das habe ich jetzt auch nachgesteuert, und auch nachdem ich jetzt den KH angepasst habe und das Calcium wieder grob in die Richtung bringe, wo es hingehört, steht direkt alles sehr viel besser da. Also das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiges Verhältnis, kann ich schon mal nicht sagen. Dann haben wir das Jod, die üblichen Verdächtigen. Da werde ich jetzt demnächst hingehen und werde mir eine entsprechende Lösung herstellen, die ich tagtäglich dosiere, um diesen Verlust hier tagtäglich auszugleichen. Wie ich das genau mache, werde ich noch ein bisschen dann rumkaspern. Ich bekomme ja jetzt auch die X1 Pro, und genau über diese Pumpe werde ich das dann dementsprechend das Jod dosieren, damit ich den Jodmangel hier dann dementsprechend ausgleiche. Weil jedes Mal, wenn ich Jod nachdosiere oder ein bisschen was nachschieße, dann ist das Polypenbild auch wieder sehr viel besser bei einigen Korallen. Also die einen brauchen das, die anderen brauchen das nicht. Das ist schon mal so eine Sache, die definitiv da ja, wichtig ist. So, Mangan, die üblichen Verdächtigen, was haben wir hier noch? Ja, hatte ich auch nie gedacht, okay, Vanadium nicht nachweisbar, und Zink. Ja, also Zink ist so eine Sache, wo ich dann sage, wieso muss ich Zink nachdosieren? Aber okay, ich könnte ja auch eigentlich hingehen, hier eine Zinkschraube reinschmeißen, dann ist das Thema auch durch. Ne? Dann habe ich auch direkt das Eisen, was ein bisschen zu viel war, ausgeglichen. Nein. Ja, dann kommen wir zu meinem üblichen Problem. Der Nitratwert, der ist wieder angestiegen. Tatsächlich von den 38, die ich vorher hatte, jetzt wieder auf 52. Heißt, ich müsste so ein kleines bisschen wieder mit meiner Stickstoffzufuhr zurückdrehen. Phosphat liegt bei den charmanten 0,06. Gemessen hatte ich, glaube ich, eine 0,04. Das heißt also, mein Test ist nicht ganz so hundertprozentig. Habe ein bisschen Aluminium drin, das kommt übers Futter, und ansonsten alles andere nicht nachweisbar im Schadstoffbereich. So, dann schwenken wir nochmal eben kurz rüber in den Osmosebereich, um da zu zeigen, dass da auch alles tutti ist. Und da seht ihr den entsprechend, da ist alles nicht nachweisbar. Keine Anzeige in irgendeiner Form. Also alles sauber. Ja, das mal so als groben Überblick zur ICP. Und ja, das Becken steht jetzt hier, das Becken läuft. Schön ruhig wie immer. Ich habe jetzt neulich, bin ich hingegangen, habe oben die Kämme einmal rausgenommen für eine halbe Stunde und habe die in Zitronensäure eingelegt, damit wieder mehr Wasser da durchlaufen kann. Aha, Wortspiel. ist auch eine Sache, die man regelmäßig hier und da machen sollte. Genauso, wie gesagt, demnächst werde ich noch andere Pumpen von Tunze bekommen. Das sind die neuen 6105. Die werde ich euch vorstellen. Da kommt auch noch eine Kleinigkeit dabei. Aber da werde ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich werde euch die zeigen, werde euch die vorstellen, werde euch die Installation zeigen. Und ja, was ich jetzt natürlich nicht mehr brauche, aber dann auch mit dabei sein wird. Randale draußen. Ja, ich wohne hier direkt in der Nähe von der Feuerwache, von daher ist der Aquawind von Tunze. Den werde ich auch mit dazu bekommen und installieren. Momentan habe ich ja noch den da hinten.
Das ist ja einer, den er leider nicht mehr bekommt. Von daher nützt mir das nichts, wenn ich da die ganze Zeit zeige. Bauen wir was Neues drauf, was man sich auch kaufen kann. So ist der Plan. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, das Video ist mal wieder lang genug geworden. Kurzes Resümee. Also, der ganze Bullshit, der jetzt hier gelaufen ist, mit dem Umzug etc., hat sich in meinen Augen gelohnt. Hat Frau schon recht gehabt. Dankeschön. War verdammt viel Arbeit. Auch Dankeschön. Die Unterstützung, die ich von den entsprechenden Kollegen hatte, von Sebastian und Co., vielen lieben Dank fürs Umziehen, dass ihr da wart, dass ihr mir da unter die Arme gegriffen habt. Ich weiß, ihr stand teilweise nur da wie die Salzsäulen, so nach dem Motto, was kann ich tun, was kann ich machen? Und der Alte hat da vorne fast alles alleine gemacht, aber ja, im Endeffekt brauchte ich die Manpower, um das Becken umzuziehen. Ja, das Becken steht jetzt hier. Die neue Einrichtung bzw. etc., wie es jetzt hier generell aussieht, ist mir in meinen Augen gelungen, finde ich gut. Das, was da draußen noch läuft, das kommt jetzt noch. Ist aber nichts, wo ich großartig eingreifen könnte. Von daher nicht mein Part. Ein paar Kleinigkeiten muss ich noch vorbereiten. Und ja, kleine Aussicht, was kommt. Wie gesagt, irgendwann in den nächsten anderthalb Monaten bekomme ich das Material von Tunze. Refactory, das Paket ist unterwegs mit der X1 Pro. Was haben wir noch? Ja, ich werde irgendwann demnächst, werde ich mir nochmal die Zeit nehmen zum Thorsten fahren. Wann genau, weiß ich noch nicht. Da läuft es übrigens hervorragend. Er ist auch schon fleißig wieder was am Umbauen, am Tun, am Machen. Ich will da jetzt noch nicht zu viel verraten, aber das Becken, das läuft Bombe. Er hat seinen Fischbestand aufgestockt. Aber okay, wir wollen da jetzt nicht zu viel verraten. Wir sind da in einem Bereich, wo wir jetzt einen kleinen Zwischenstep tatsächlich einarbeiten werden, um den großen Wurf, den wir dann im nächsten Jahr machen werden, vernünftig machen zu können. Das jetzt mal schon so vorab als kleines kleine Info. Ja, alles in allem würde ich sagen, ich fliege nochmal mit euch durch die Gegend hier. Wir schauen uns das Becken nochmal ein kleines bisschen an. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke vor allem dafür, dass ihr ja so lange auf mich verzichten musstet und trotz alledem wieder da seid. Lasst uns den Kanal hier wieder beleben, wieder aufflammen. Und ich verspreche euch, es wird regelmäßig jetzt wieder was geben. Es wird auch im Thema Live hat sich einiges getan, beziehungsweise habe ich einige Zusagen. Es kommt ein Eider, es kommt ein Joko Kott, Norbert schaut mal wieder vorbei. Gegebenenfalls kriege ich den Oliver Pritzel auch vor die Kamera, weiß ich noch nicht, ich arbeite dran. Aber alles so Sachen, die auch mit im Hintergrund jetzt wieder jetzt demnächst anlaufen. Wann die entsprechenden Termine sind und mit wem, das werde ich noch ausklamüsern. Wie gesagt, es bedarf auch hier und da einer kleinen Vorbereitung. Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dass ihr diesem Kanal hier so treu die Stange haltet. Also in diesem Sinne, einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video jetzt hier geschaut habt. Kommt noch ein bisschen was aufs Auge. Bis zum nächsten Video. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao.